Wir haben letztes Mal angefangen mit diesem Kapitel verteilte Systeme und hier auf dieser Folie habe ich so eine Art Wunschliste angegeben, was man sich denn alles erhofft von so einem verteilten System und insbesondere hier Skalierbarkeit und Fehlertoleranz, diese Transparenzgeschichten oder Transparenzforderungen. Darum müssen wir uns jetzt kümmern, da müssen wir gucken, wie weit wir da kommen. Und natürlich werden wir die völlige Transparenz wohl nicht erreichen, weder hier noch hier. Und das mit der Skalierbarkeit, also es hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass das ein Problem, das auf einem Rechner 10 Tage dauert, dass es auf 10 Rechnern dann wohl nicht in einem Tag erledigt ist, formulier es mal so. Sondern dass man eigentlich froh und glücklich sein muss, wenn man es auf den 10 Rechnern dann in 2 oder 3 Tagen hinkriegt, dann hat man schon einen schönen Speed-up. Ich rede jetzt kurz über die Kommunikationsmodelle. Hier in dem Rechnernetz Teil unserer Vorlesung, so will sind wir jetzt in dem verteilten Systeme Teil, da haben wir schon über Ports und Portbroker und sowas gesprochen und Adressen, die gibt es natürlich hier auch in diesem Bereich und insbesondere bei den sagen wir mal, lose gekoppelten Systemen müssen wir uns um zumindest um Netzwerkadressen kümmern. Da wollen wir gar nicht so viel drüber sprechen. Was mir nochmal wichtig ist hier, ist das Thema Synchron-Asynchron. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Grundlagen der Informatik, da haben wir über Prozesse gesprochen. Prozesse, die erstmal bereitstehen zum Rechnen, die dann von einem Scheduler ausgewählt werden, damit sie eine Ressource benutzen. Und die Ressource ist so intuitiv immer natürlich der Prozessor oder einer der vorhandenen Prozessoren. Irgendwann ist die Zeit aufgebraucht, wir kommen als Prozess wieder zurück in diesen Pool bereit und werden dann wohl wieder ausgewählt. Natürlich, wenn man ein System möglichst schnell, einen Algorithmus möglichst schnell gerechnet haben will, dann gibt man dem entweder viel Zeit oder jedes Mal, wenn er hier wieder im Bereitzustand ist, schaut man, dass der wieder gleich wieder gescheduled wird. Man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass in dieser Warteschlange nicht so viel herumsteht. Vielleicht nur noch ein paar Betriebssystemprozesse und sonst nichts mehr. Und die Kommunikation, der Zugriff auf externe Ressourcen, eine Festplatte oder eben aufs Netzwerk, Kommunikation, die sieht in der Regel so aus, dass wir zum Beispiel was senden wollen oder auch hier eine Anforderung abschicken, einen Request abschicken. Und dann sind wir in diesem Zustand, wir warten auf die Antwort, der blockiert Zustand. Und hier in diesem Blockierzustand, da müssen wir dann eben aus diesem Läuft-Zustand, was wir rechnen, in diesem Blockierzustand überführt werden. Und wenn uns der Server, den wir um eine Leistung bitten, zum Beispiel um eine Variable bitten oder die Randbedingungen, wenn wir so ein Problem aufteilen, das, was er ausgerechnet hat für den Randbereich, wenn wir ihn darum bitten, einen Vektor von Zahlen oder sowas, da müssen wir so lange warten, bis der Server uns das geschickt hat und dann sind wir wieder bereit und können auch irgendwann wieder zur Ausführung gebracht werden. Das Gegenteil auf dem Server, wir senden hier was, da der Prozess läuft, der Prozess wartet auf eine Anfrage das Resultat geschickt und wartet jetzt auf weitere Anfragen. Und jedes Mal, wenn er eine Anfrage bekommen hat, der Server
freut, jedes Mal, wenn er eine Anfrage bekommen hat, er sitzt hier im Blockierzustand, wenn eine Aufgabe angekommen ist, geht er in den Bereitzustand, dann wird er gerechnet, dann schickt er die Antwort und sagt gleich wieder, ich möchte jetzt wieder neue Daten, damit ich wieder was rechnen kann, und dann sitzt er im Blockierzustand. Also der hier, der wartet im Blockierzustand auf eine Aufgabe. Wenn er die Aufgabe bekommen hat oder wenn die Aufgabe angekommen ist, dann kommen wir hier als Server in den Bereitzustand, werden ausgewählt, laufen, schicken das Resultat und sagen, wir warten wieder auf eine Aufgabe, wieder auf den Datensatz, den der hier schickt. Und wenn der hier das Result schickt, dann kommt der hier, der Client, aus der Blockiert-Warteschlange in die Bereit-Warteschlange. Jedes Mal, wenn wir hier die Anfrage stellen, die Anfrage hier ankommt und der läuft, bis er das Resultat schicken kann, das kommt ja dann hier an, kann der nicht rechnen. Und umgekehrt, wenn keiner hier eine Aufgabe stellt, kein Client, dann wird der hier nicht rechnen. Wir haben also gerade kein nebenläufiges System. Kein gleichzeitiges Arbeiten, keine Concurrency. Synchrone Kommunikation ist also genau das, was wir, wenn wir Rechenleistung steigern wollen, wenn wir Probleme schneller lösen wollen, eigentlich nicht brauchen können. Solche Kommunikation ist nützlich, wenn der hier sowieso nichts machen kann, während die Information geholt werden soll. Also zum Beispiel bei einer Datenbankabfrage, in einem Reservierungssystem, in einem Buchungssystem. Wir wollen wissen, welche Flüge es gibt, also fragen wir danach und wir können dann nichts mehr machen, außer warten, bis die Antwort da ist, und dann können wir dem Benutzer die Flüge, die er zur Verfügung stehen, anzeigen. Aber wir interessieren uns ja im Rahmen dieser Vorlesung gerade für Concurrency. Oder in diesem vorletzten Kapitel gerade für Concurrency. Also müssen wir irgendwas anderes machen. Wir wollen nicht in diesen Blockierzustand hineinkommen. Nachdem wir als Prozess ausgewählt worden sind, sind wir in dem Laufzustand. Jetzt wollen wir jemand anders eine Aufgabe schicken, wollen aber weiterrechnen können. Wir schicken also hier die Daten von unserer Anfrage mal los und bleiben hier in diesem Läuft-Zustand. Jetzt müssen wir aber irgendwie die Antwort schon bekommen. Asynchron eben. Während wir weiterrechnen. Und deshalb setzt man gerne hier sowas auf, das als Completion Procedure bezeichnet wird oder als Callback. Und das haben Sie bei dem XML-HTTP-Request ja auch schon gesehen, vor zwei Vorlesungsstunden. Da haben wir in unserem Request, oder vielleicht waren es auch drei Vorlesungsstunden, in unserem Request so eine Funktion eingetragen, die aufgerufen werden soll, wenn die Antwort kommt, wenn eine Antwort kommt. Also wir sind im Läufzustand, wir werden irgendwie unterbrochen, kurzzeitig, von dieser Completion Procedure, die legt dann die Resultate bei uns passend ab, sodass wir sie dann zum Beispiel hier weiterverarbeiten können. Irgendwann ist natürlich unsere Zeit verbraucht oder unsere Aufgabe erledigt, dann können wir wieder weiter in den Bereitzustand. Von hier nach hier, da warten wir einen kurzen Augenblick, bis der Send zurückgeht. Aber weil der Send, das ist eine Funktion, zum Beispiel ein Betriebssystem-Call oder sowas, oder ein Call in die Runtime, der wird in der Regel sehr schnell zurückkehren. Der kommt auch mit einer Fehlermeldung eventuell zurück, wenn die Daten nicht das richtige Format hatten, wenn die Adresse nicht auflösbar war
oder solche Spezialfälle. Aber der kommt, hier steht, Prozess wartet, bis Cent zurückkehrt, ziemlich schnell wieder zurück. Und jetzt kann man eben weiterarbeiten. Über die Sache mit der Completion Procedure, wo die eigentlich herkommt, da müssen wir jetzt noch ein bisschen reden, und das ist ganz klar die Interrupts. Interrupts, das ist ja eigentlich ein Hardware-Mechanismus. Die Peripherie-Hardware, die kann unseren Prozessor mit einer Leitung, mit einem logischen Pegel, die einem Pin von einem Prozessor anliegt, mitteilen, da hat sich jetzt was ereignet bei mir, das heißt, das ist in der Regel etwas sagen wir mal, diffus formuliert, jetzt hat sich was getan, und ein typischer Prozessor, der hat 1, 2, 3 solche Interrupt-Pins. Man kann auch spezielle Interrupt-Controller haben, das ist ein Stückchen extra Hardware, ein Chip oder eine Schaltung mit, sagen wir mal, 16 Eingängen oder so ähnlich. Können wir vielleicht auch kurz noch zeichnen. Also das hier sei eine CPU und sagen wir mal, die hat einen Interrupt-Pin. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und hier draußen haben wir noch einen zweiten Interrupt-Controller und da gehen mehrere solche Interrupt-Leitungen rein. Und das hier ist zum Beispiel der Ethernet-Chip und das hier sei die Festplatten-Controller und hier meinetwegen der Sound-Chip. Hier könnten wir USB dran malen und am USB-Bus hängen natürlich auch noch mehrere Devices hier, eine Tastatur, ein Mäusli mit zwei Knöpfchen, naja, habe schon mal bessere Zeichnungen gemacht, oder eine Kamera. So. So ein USB hat im Protokoll auch so einen Mechanismus, dass hier ist was angekommen. Der USB-Controller merkt also, da ist jetzt was angekommen. Einer hat auf die Tastatur geklopft oder einer hat auf die Maus gedrückt oder hier ist ein Bild gekommen. Und der, naja, vielleicht kann ich das in Farbe zeichnen, der setzt dann also hier Impuls. Und wenn der hier den Interrupt macht, dann kommt hier ein Puls. Dieser Interrupt-Controller, der hat ein Register hier drin und da steht, wenn der hier einen Interrupt gesetzt hat, dann schreibt er hier eine 1 rein. Das steht alles auf 0 und wenn er einen Interrupt gesetzt hat, dann schreibt er das hier auf 1. In dem Augenblick, wo hier ein Interrupt angekommen ist, schickt er hier über die Leitung an den Prozessor auch so einen Interrupt-Puls. Da findet tatsächlich sogar noch ein Handshake statt. Der wird erstmal länger gesetzt und dann in der Richtung und dann sagt der hier, okay, ich habe es gelesen, wieder mit einem Impuls, dann kann man das wieder zurücksetzen und so weiter. So, jetzt weiß die CPU aber noch nicht, welcher Interrupt es denn war. Deshalb hat das Ding hier dieses Register auch noch in den, wie wir das mal bei der MIMA diskutiert hatten, in den Adressspace von der Peripherie hineingemappt. Als CPU passiert also Folgendes. Dieser Pin hier, der geht auf 1. Dann wird der Prozess, den wir gerade rechnen, das Anwendungsprogramm unterbrochen. Die nächste Instruktion wird nicht ausgeführt, sondern als nächste Instruktion, die in dem Programm hier steht,
wird eine Funktion angesprochen, die irgendwo, wenn das hier der Adressraum ist von unserem Computer, dann ist zum Beispiel im Low Memory, sagen wir mal bei Adresse 8, da steht dann ein Interrupt Handler. Eine Funktion, die, also ein Stückchen Programm, die rettet als erstes mal hier ein paar Prozessorregister. Natürlich wird auch die Adresse in unserem Programm gerettet, also hier in der Unterbrechung drin, wird, also bei dem Interrupt selber wird die Speicheradresse, also die alte Programmadresse gesichert auf dem Stack, ne? Vielleicht noch ein paar Flags gesichert. Dann kommt die Unterbrechungsroutine dran, die legt noch, die sichert auch noch ein paar Register, was man eben so macht, genauso wie bei einer Prozedur, bei einer Funktion, die aufgerufen wird. Und dann liest dieser Interrupt-Händler, liest mal dieses Register hier aus, das ja in den Speicherbereich gemappt ist. Ja, wenn das hier oben der IO-Space ist, Adressraum, hier ist der IO-Space, dann sehen wir hier zum Beispiel bei dieser Adresse diese Flags. Wir lesen das wie eine Speicherzelle, dieses Register. Und dann sehen wir also hier, das Flag ist gesetzt. Wir sehen sogar, dass zwei Flags gesetzt sind. Dann überlegen wir uns, welches bearbeiten wir jetzt zuerst. Den hier kann man Prioritäten zuweisen. Und dann wird zum Beispiel das Rote jetzt mal, na, wahrscheinlich im richtigen Computer erstmal das Grüne, die Festplatte, verarbeitet. Die Unterbrechung findet also raus, dieser Unterbrechungs-Interrupt-Händler findet heraus, das ist ein Interrupt von der Festplatte. Und dann müssen wir, und das ist natürlich auch in den Address-Space gemappt, hier so ein Statusregister hier in dem SATA-Controller auslesen, und da steht dann bei der Speicheradresse so viel noch, hier drin ist der Sektor, den wir gerade geholt haben. Dann muss dieser Unterbrechungshändler also mit diesem Sektor dann da den in den Puffer vom Filesystem eintragen, und dann wird zurückgekehrt. Hier in die Unterbrechungsroutine, dann sehen wir, dass da noch an der Tastatur sich was getan hat, holen wir den Buchstaben noch, stecken den auch irgendwo in den Puffer rein und kehren zurück. Das ist der normale Mechanismus ohne so ein Completion Procedure. Mit Completion Procedure sieht es so aus, dass der der Interrupt-Händler, der da, auch noch in unserem Programm eine Funktion aufruft, eben die Completion Procedure, und sagt, so, jetzt ist ein Paket vom Ethernet zum Beispiel gekommen. Ne? Da ist ein Ethernet-Paket gekommen, und das bekommt dann diese Completion Procedure mit und legt das bei uns im Speicher von unserem Prozess ab. Danach springt, also die Unterbrechungsroutine ruft den speziellen Unterbrechungshändler fürs Ethernet. Der spezielle Unterbrechungshändler fürs Ethernet ruft die Completion Procedure. Die erledigt ihr Ding. Können wir uns hier anschauen. Ne? Das Hardware Flag wird gesetzt. Der Unterbrechungshändler wird aufgerufen. Hier drin im Treiber, im Ethernet-Treiber. Der liest also ein Stückchen von dem Paket, dann stellt er fest, dafür gibt es ein Completion Procedure, und dann springt er zum Beispiel in den Protokollstapel oder in die Applikation. Die Applikation macht dann was mit den Daten und schreibt die zum Beispiel in den Treiber, und dann kehren wir wieder zurück. Und die Rückkehr geht natürlich so, dass wir Register restaurieren, Flags restaurieren und die Rückkehradresse auf anspringen, und dann machen wir hier weiter im Anwendungsprogramm.
Also die Asynchronität wird am Ende des Tages durch diese, durch diesen Interrupt-Mechanismus, den, naja, eigentlich alle interessanten Prozessoren, irgendwie interessanten Prozessoren haben, implementiert. Und hier steht nochmals eine Liste, was gemacht werden muss. Die Interrupts, die werden einerseits aufgerufen, wenn es hier irgendeinen I.O. gibt, den habe ich hier hingemalt, oder bei Speicherschutzverletzungen, da macht die MMU den Interrupt. Die kann auch einen Interrupt produzieren, die Memory Management Unit. Oder ja, Parity Error im Hauptspeicher können sowas machen. Ungültige Maschineninstruktionen auch. Wenn wir einen Overflow oder einen Underflow haben, kann es so einen Interrupt geben. Und so weiter und so weiter auch. Durchs Debugging kann ein Interrupt passieren, wenn Sie auf einen, wenn Sie die MMU so programmieren, dass sie einen Interrupt auslöst, wenn eine bestimmte Speicheradresse angesprochen wird. Wenn wir gucken wollen, ob jemand auf unsere Variable da zugreift, jedes Mal, wenn auf die Variable zugegriffen wird, wollen wir herausfinden, wer das ist, und dann programmieren wir die MMU so, das macht der Debugger, dass beim Benutzen dieser Speicheradresse Interrupt ausgelöst wird. Das kann man übrigens auch benutzen, diese Speicheradresse natürlich mit einem Stück Programm machen, wenn die Funktion aufgerufen wird. Also Debugger benutzen diesen Mechanismus auch gern. Wenn jetzt hier solche Pakete ankommen, dann haben wir aber noch ein kleines Problem. Unsere Interrupts können ja auch einen Interrupt selber wieder, könnten einen Interrupt selber unterbrechen. Schauen wir uns das mal hier an. Wir haben hier einen Puffer, in den soll das Paket aus dem Ethernet-Adapter hineinkopiert werden. Wenn das also das erste Paket hier reinkommt, das ist das Blaue, das geht von hier bis hier. Beim ersten Interrupt fangen wir an, hier einzulesen, legen das hier hinein und dann kommt der zweite Interrupt daher mit dem zweiten Paket. Wenn wir jetzt diesen Interrupt sofort ausführen würden, würden wir ja hier unterbrechen das Kopieren in den Puffer, würden dann das Paket 2 hier rein kopieren und dann würden wir hier zurückkehren, wieder in den Interrupt-Händler hinein und würden den Rest vom blauen Paket da oben hinein kopieren. Das geht nicht. Oder, naja, das würde für Durcheinander sorgen. Formulieren wir es so. Es ist also üblich, dass, wenn der hier in einem Interrupt ist, dass diese Interrupts hier gesperrt werden. Und erst, wenn die Interrupt-Instruktion beendet ist, ja, beziehungsweise der Interrupt beendet ist, erst in dem Augenblick, wo wir hier Return machen, Return vom Interrupt, deshalb gibt es da auch eigene Befehle, wird der Interrupt hier wieder eingeschaltet. Dieses, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, Interrupts maskieren, das passiert automatisch im Interrupt. Und na, bei den Intels, da gibt es so eine spezielle End-of-Interrupt-Instruktion, die setzt, die enabled die Interrupts wieder. Das kann man auch per Hand machen, clear interrupts und was das STI heißt, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls kann man da Interrupts einschalten und ausschalten, manuell in Ihrem Programm. Sie könnten also zum Beispiel, wenn Sie ein zeitkritisches Stück Programm schreiben, was nicht unterbrochen werden sollte, hier eine Interruptsperre per Hand setzen. Das ist aber gefährlich, ne? Wenn Sie eine Interruptsperre setzen und dann einfach mal 2 Minuten ohne Interrupt laufen und die Dinger erst dann wieder einschalten, dann kann da draußen irgendwas verloren gehen. Eine Sache, die mir irgendwie
naja, wo ich es auch mal gelernt habe irgendwann, ist, dass dann natürlich die Zeit nicht weitergeschaltet wird, denn die Echtzeituhr hängt auch da dran. Und so eine Realtime-Clock, die löst alle, was, 16 Millisekunden oder so ähnlich einen Interrupt aus. Dann wird die Uhrzeit hochgezählt. 60 Mal pro Sekunde. Ne? Und wenn wir die Interrupts abgeschaltet haben, dann kommen eben nicht ausreichend viele Interrupts. Und wenn sie dann mal irgendwie immer mal wieder sich eine Sekunde gönnen und dann wieder eine Sekunde und dann wieder eine Sekunde, dann kann es auch sein, dass die Zeit für den Computer dann langsamer voranschreitet. Was fällt mir jetzt hierzu noch ein? Jetzt sind wir gerade hier mitten im maschinennahen Programmieren gelandet in der Rechnernetzvorlesung, aber na, so ist es jetzt mal. Es ist aber eben genau so, auch so, dass diese Completion Procedures und die Interrupts eben wichtig sind für das asynchrone und das parallele Programmieren. Ich hatte noch irgendwas, was ich hier sagen wollte. Fällt mir das jetzt noch ein? Ah ja. Eigentlich kann man sich das nicht leisten, die Interrupts so lange abzuschalten, habe ich eben schon gesagt. Mit der Uhr, das gilt aber auch noch für andere Sachen. Deshalb versucht man, diesen Interrupt-Treiber hier, diesen Interrupt-Handler, nicht Treiber, den Interrupt-Handler, re-entrant zu machen. Man versucht, den so zu programmieren, dass der nach ein paar Instruktionen, nachdem er das Wichtigste gemacht hat, die Interrupt-Sperre zurücksetzt. Dann muss er eigentlich so programmiert sein, dass wenn er läuft, der Unterbrechungshändler, und er wird wieder aufgerufen, dass er das dann nicht durcheinander bringt. Der muss dann also so einen Stack von Interrupts haben und dafür sorgen, dass diese Situation nicht passiert, dass man den Netzwerkinterrupt nicht öfters mal aufruft oder dass man nicht solche in verschachtelt aufruft oder dass er nicht solche Pufferstrukturen hat, bei denen dieses Durcheinander auftreten könnte. Oder dass er dann das in diesem Reentrant Mode, dass er die Interrupts queued von einer Sorte, also eine Warteschlange einreiht, und dann eins nach dem anderen verarbeitet. Dieses Reentrant macht ein bisschen mehr Arbeit, aber je länger das wird, was man da im Interrupt erledigen muss, also Completion Procedures aufrufen und so weiter, desto wichtiger wird es, dass man die Reentrant programmiert, die Interrupts. Ich habe hier noch eine kurze Aufzählung, was dann an synchron schön ist und was an asynchron schön ist. Vorteile von so einem synchronen Aufruf, also von diesem Schema hier. Vorteile sind sicher, dass man automatisch synchronisiert, dass also es gerade nicht passieren kann, dass man eine Anfrage stellt, nach einer Buchung und dann wird der Benutzer, es dauert vielleicht eine Minute, dann wird der Benutzer nervös und zappelig, klickt nochmal und dann hat man aus Versehen zwei Buchungen gemacht oder sowas. Das passiert bei so asynchronen Kommunikation, also bei asynchronen Kommunikation gerade nicht. Man braucht auch keinen Puffer für die ankommenden, für mehrere ankommende Antworten und vor allen Dingen ist es einfach zu programmieren. Das ist so dieses Prozedurparadigma. Ich rufe eine Prozedur auf und wenn die zurückkommt, ist die Arbeit erledigt. Was man eigentlich aus dem Programmieren gewöhnt ist. Aber der Nachteil, ganz klar, es ist eigentlich sequenzielle Verarbeitung.
Wir verplempern Rechenzeit, weil in der Zeit, wo die Anfrage läuft, machen wir nichts Nützliches. Ein weiteres Problem ist, wenn keine Antwort kommt, was dann? Dann hängen wir beliebig lange in der Warteschlange. Wie kommen wir da wieder raus als Prozess? Und dann müssen wir, und das ist jetzt ein bisschen unangenehm, sinnvollerweise einen Timeout setzen. Und so ein Timeout, na, wir rechnen ja nicht, wir können also nicht auf die Uhr gucken, ob es jetzt schon da ist, immer noch nicht da, immer noch nicht da. Na, dann verzichten wir halt drauf oder schicken nochmal. Sondern wir müssen den Timeout wieder als Interrupt setzen, asynchron. Jetzt sind wir endgültig in dem Moment, wo wir asynchron laufen. So, ein Timeout, den setzen wir hier, in dieser Real-Time-Clock, denn die hat auch noch so was wie einen Countdown-Timer. Typische Timer-Chips, da können wir 2 oder 4 oder 8 solche Countdown-Timer haben. Da schreiben wir dann einen Wert rein von ein paar hundert, ein paar tausend, je nachdem mit welcher Frequenz hier hochgezählt wird. Und in dem Augenblick, wo der Timer auf 0 runtergezählt ist, wird ein Interrupt ausgelöst. Wir sind wieder bei der Asynchronität. Wenn wir uns asynchron anschauen, der Vorteil ist diese Entkopplung und wir haben endlich Concurrency, parallele Verarbeitung. Der Nachteil ist, wir brauchen einen Puffer, der für mehrere Pakete, für mehrere Resultate, für mehrere Buchstaben von der Tastatur, für mehrere Mausklicks, für mehrere Sektoren von der Festplatte angelegt ist. Und wir müssen diesen Puffer verwalten. Wir sind also gleich mal bei einem Ringpuffer. Wer erinnert sich an den Ringpuffer? Grundlagen der Informatikvorlesung. Also, das brauchen wir da. Es kann uns passieren, dass wir irgendwelche blöden Verschachtelungen kriegen. Wir lesen gerade einen Sektor von der Festplatte, dann kommt ein Klick von der Maus und auch noch hier einen Timer-Interrupt oder sonst was. Das Programmieren wird schwieriger. Was wir machen müssen, damit wir nicht zum Beispiel so ein Mist hier machen, ist, wir müssen locken. Wir müssen also den Zugriff auf Speicherbereiche, auf kritische Speicherbereiche exklusiv gestalten. Das heißt, wir brauchen wieder irgendeine weitere Variable. Die kann nur auf 0 oder 1 stehen. Wenn einer die Variable auf 1 gesetzt hat, darf kein anderer auch in diesen Bereich zugreifen. Und wenn man damit fertig ist, dann muss man die Variable wieder auf 0 zurücksetzen. Und wenn man das vergisst, hat man auch schon wieder ein Problem. Das ist so wie Speicherloch. Ne? Ich habe jetzt hier nochmal so eine kleine Tabelle wieder unterschieden in asynchron und synchrone Kommunikation. Wenn man meldungsbasiert arbeitet, also den anderen einen Datagramm schickt, eine Meldung schickt, dann nennt man das bei asynchron Datagrammkommunikation, in einem synchronen Fall Rendezvous-Kommunikation. Wenn man auftragsbasiert arbeitet, also was hinschickt und dann was zurückbekommen möchte, dann nennt man das asynchron Synchronous Remote Service Invocation bzw. Synchronous Remote Service Invocation. Beim Meldungsorientierten sieht das also hier so aus, dass der Server wartet und empfängt, in dem Receive-Zustand ist. Wir schicken hier die Meldung, der arbeitet, der schickt uns die Antwort zurück und hier wir warten die ganze hier darauf, dass die Antwort kommt. Das ist dieser synchrone Betrieb und die Idee hier ist auch synchrone meldungsbasierte Betrieb und die Idee ist auch,
dass wir auf diese Weise so eine Art Rendezvous durchführen, einen Punkt, an dem wir beide vorbeikommen. Und wenn wir hier die Antwort zurückbekommen, dann wissen wir, dass der unsere Meldung gesehen hat, verarbeitet hat, das Wissen, und wir können jetzt hier dann weiterrechnen. Es hat also so einen, ja, so eine Art Handshake oder eben Rendezvous gegeben. Wenn wir asynchron arbeiten, schicken wir hier, können weiterlaufen, müssen allerdings Meldungen asynchron von dem anderen auch entgegennehmen, zum Beispiel hier die Bestätigung und hier unten das Resultat, die Bestätigung, dass er diesen Auftrag oder sagen wir mal lieber diese Daten erhalten hat, und hier das Resultat von dessen pinkfarbener Bearbeitung. Im Allgemeinen ist bei den Meldungsorientierten auch dabei oder inbegriffen, dass wir die Parameter in diese Meldung selber verpacken. Etwas komfortabler ist das bei diesem auftragsorientierten Vorgehen. Das wird in der Regel so gestaltet wie einen Prozeduraufruf. Der kann entweder normal laufen oder nebenläufig verlaufen. Zum Beispiel so, dass wir hier den Auftrag abschicken, der empfängt das, wir rechnen weiter, das Ergebnis kommt, wir nehmen das hier unten in Empfang, oder hier der Klient sendet, dann macht er eine Weile lang nichts, und zum Beispiel, das ist so eine Art asynchron für arme Leute, nach einer gewissen Weile wird er vom Betriebssystem doch wieder aufgerufen und schaut mal, ob es nicht das Ergebnis gibt. Bei dieser auftragsorientierten Vorgehensweise ist die Verpackung der Parameter auch gerne mal implizit. Da wollen wir dann bei den Remote Procedure Calls noch drüber sprechen. Auch der Versand ist dann oft implizit. Bevor wir weitermachen mit den Remote Procedure Calls, möchte ich noch kurz das ACE nochmal erwähnen. Da oben steht der Name ausbuchstabiert, Adaptive Communication Environment. Das ist von jemandem, der heißt Douglas Schmidt. Doug Schmidt, der betreibt das jetzt schon, ich glaube, 20 Jahre lang oder so ähnlich. Das ist so ein Framework zur Parallelverarbeitung. Und zwar ist das so abstrakt formuliert, dass es das für Macs gibt, für Windows gibt, für Linux gibt und noch für ein paar Echtzeit-Betriebssysteme. Ich glaube, IBM ist eine von den Firmen, die das auch unterstützen und vielfältig benutzen. Das ist ein Projekt, was der Doug Schmidt schon seit vielen Jahren betreibt. Der war früher in St. Louis an der Universität und ist jetzt, glaube ich, es ist einer anderen, aber Vanderbilt oder sowas ähnliches, weiß es nicht mehr genau. Und dieses ACE, das ist erstens eine Library zum Netzwerkprogrammieren. So hat er angefangen damit. Wer schon mal Sockets programmiert hat, weiß, dass man da ein paar Sachen beachten muss. Wenn man die falsch macht, dann funktioniert es nicht. Und leider gibt es auch so ein paar Sachen, die von Betriebssystem nach Betriebssystem unterschiedlich sind. Und deshalb haben die diese Netzwerkprogrammier-Library gemacht als Anfang, damit man auf unterschiedlichen Betriebssystemen denselben Code benutzen kann. Man programmiert gegen das ACE und das ACE kümmert sich dann auf Linux darum, dass die Sockets so aufgerufen werden und unter Windows anders aufgerufen werden, und außerdem werden noch diese zwei, drei dummen Programmierfehler, die alle da machen, wenn sie mal anfangen zu Sockets zu programmieren, die werden gleich auch noch abgefangen. Und danach, also Plattformabstraktion, damit man besser portieren kann. Und danach haben sie noch andere für andere Aufgaben auch noch so eine Verkleidung gemacht,
andere Aufgaben der Prozesskommunikation, dass man also einen anderen Prozess im selben Betriebssystem, auf demselben Rechner zum Beispiel, auch ansprechen kann, wie einen Prozess, der woanders liegt, auf einem anderen Rechner liegt. Diese Wrapper für verschiedene Betriebssystemmechanismen, die man beim verteilten Programmieren braucht, das eben zum Thema Portabilität. Und dann sind sie weitergegangen, um ein Framework zu machen und so ein paar Programmierpatterns fürs verteilte Programmieren zu entwickeln. Da gehören dann, das werden wir auch gleich noch besprechen, Threads dazu. Das ACE, das liegt so zwischen Betriebssystem und Anwendung, hier das Blaue. Ne? Fürs nebenläufige Programmieren braucht man in der Regel Threads. Leichtgewichtige Prozesse. Jetzt könnte man das alles selber machen. Selber machen bedeutet, dass man einen eigenen kleinen Scheduler schreibt, Software, Programme nachladen lässt oder Return-Adressen aufbewahrt und so weiter, um dann jeweils einen Thread im eigenen Adressraum anzuspringen. Könnte man selber machen, aber es ist natürlich ganz nett, wenn einem das jemand anders zur Verfügung stellt. Heutzutage machen viele Betriebssysteme das Thread-Management anständig. Das war nicht immer so. Früher hat man es eben selber machen müssen. Und das ACE nimmt einem das ab. Wenn es kein Thread-Management gibt, dann macht es das ACE selber. Wenn es ein Thread-Management für ein Betriebssystem gibt, dann macht es vielleicht das ACE oder das ACE benutzt das Betriebssystem. Je nachdem, wie glücklich die mit dem sind, was das Betriebssystem macht. Und dann gibt es noch so Patterns, um Threads zu unterstützen, das Reactor-Pattern, das Proactor-Pattern und so weiter und noch Patterns zum Thread synchronisieren. Das Socket-API, da habe ich schon drüber gesprochen, es gibt diese betriebssystemspezifischen Varianten und die Sockets sind übrigens typischerweise nicht objektorientiert gestaltet und das ACE, das gibt einem so einen objektorientierten Wrapper für das Socket-API. Hier habe ich nochmal das Blaue hier aufgeteilt. Da gibt es einen Framework-Layer im ACE, da gibt es diese Wrapper-Fassade-Layer, also hier oben betriebssystemunabhängig, hier unten dann betriebssystemabhängig und dann hier noch betriebssystemspezifische Teile. Weitere von diesen Wrapper-Facades ist das Event-Demultiplex. Na, das haben wir eben hier auch schon mal so, bin ich da so vorbeigekommen. Ne? Der Interrupt-Händler, der schaut mal hier rein, welcher Interrupt war es dann und ruft die richtige Unterroutine auf. Also uns von außen passieren verschiedene Events, die kommen an unseren Prozess hin und jetzt geht es darum, dass die Events an den richtigen Thread verteilt werden. Und der sich dafür interessiert, der braucht das richtige Paket. Wenn 20 Pakete ankommen, dann muss eben das Paket mit diesem Kennzeichen an den roten Thread und das Paket mit jenem Kennzeichen an den blauen Thread. Da drin stecken auch dann Logs und Semaphore und Mutexe und sowas zum verteilten Programmieren, dass man kritische Speicherbereiche nicht gleichzeitig benutzt. Wenn Sie sich für mehr zu diesem Thema interessieren, dann muss ich Sie auf die Vorlesung paralleles Programmieren, Parallelrechner im Sommersemester vertrösten. Das steckt im Masterstudiengang drin. Aber Sie können natürlich trotzdem im Sommersemester schon kommen, wenn es Sie interessiert und wenn Sie nichts Besseres zu tun haben.
ein bisschen Reklame kann man immer schnell nochmal machen. Ja, hier habe ich nochmal was zum Thema Events aufgeschrieben. Klassisch, und das hat mir früher auch viel Spaß gemacht, macht man das selber in seinem Programm. Heutzutage, wenn Sie iOS programmiert haben, dann bekommt man eben eine Message, die man für sein Objekt, für einen Button, ne, auf Bildschirm ist es ein Button, und dahinter stecken dann eben Messages, die an irgendwelche Objekte geschickt werden und die das dann bekommen. Ne, im iOS ist dieser Event Demultiplexer, übernimmt diese Arbeit, der Event Loop. Beim klassischen Programmieren ohne Objekte und so weiter, da hat man selber die Event Loop geschrieben, und eigentlich ist sowas nichts als ein Case Statement. Ne? Case, die Eingabe ist Menü aufgeklappt, Button gedrückt, Checkbox angeklickt, Fenster verschoben und so weiter. Ne? Da geht man dann eben mit einem großen Case Statement vielleicht hierarchisch auch durch. Aber, und das ist eben schön, wenn einem das jemand anders abnimmt, dass man da ja keine Fehler macht beim Programmieren von sowas. Hier unten steht dann der eigentliche zentrale Gedanke: Unser Programm läuft nicht mehr im echten Sinne, sondern unser Programm ist eine Menge von Handlern, die aufgerufen werden, asynchron aufgerufen werden. Und viel von der Asynchronität geht eben in das ACE hinein. Oder viel von der Asynchronität wird im ACE erledigt für uns. Hier habe ich noch so ein paar von den Patterns aufgeschrieben, nachdem das so irgendwie bei der Hälfte des Weges vom ACE kamen dann die Patterns auf fürs Programmieren. Ne? Ich habe ja schon mal, ich glaube, in den Grundlagen der Informatik dieses Goff-Buch erwähnt, Gang of Four, Gemma und andere. Der Doug Schmidt hat dann mit denen zusammen noch eine Fortsetzung von dem berühmten Goff-Buch geschrieben. Das wäre dann jetzt Gang of Five sozusagen. Eine Art zweiten Band dazu, und da stecken so Entwurfsmuster fürs verteilte Programmieren drin. Die sind auch im ACE implementiert. Eines ist dieser Reactor, und da steht schon wieder so eine Art, ja, so ähnlich wie im iOS, ein bisschen expliziter hier formuliert, Register Handler, und da steckt man eben einen ACE Event Handler rein, eine Funktion, Zeige auf einen ACE-Event-Händler, und dann hier hinten hat man noch die Event-Maske. Da sagt man, welche Events man denn da haben möchte in diesem Event-Händler. So, wenn das erledigt ist, dann kommt das zurück mit irgendeiner Meldung oder so, ob es geklappt hat oder nicht. Und jetzt sind wir dran, mit Handle-Events das ACE aufzurufen. Das ist jetzt synchron übrigens. Ja, das bedeutet, die Kontrolle ist erstmal übergeben an das ACE. Und jetzt handelt das ACE diese Asynchronität jedes Mal, wenn ein Event von dieser Sorte passiert, ruft er diesen Event-Handler, den wir da reingesteckt haben, auf. Wir machen was und kehren wieder zurück. Wir sind also in dieser Interrupt-Kette dann sozusagen eingetragen. Der Proactor ist einer, der übernimmt das asynchrone Arbeiten selber, und das ACE hilft nur beim Dispatch, also das beim Verteilen an die richtigen Funktionen. Da kann man es dann so machen, dass man kriegt den Event, man kriegt das Ereignis, sagen wir lieber, es ist nicht Event, sondern man kriegt dieses Ereignis, das angekommene Paket oder so ähnlich, und dann springt man ins ACE hinein und sagt, guck mal, das ist angekommen, verteilt das doch mal auf meine Funktionen. Der Acceptor und Connector, das ist auch wieder so ein Pattern, um Netzwerkverbindungen aufzubauen und abzubauen. Ne? Passiver Verbindungsaufbau ist der Acceptor, macht einen Server. Ne?
Passive Weight, Connector ist der aktive Verbindungsaufbau und diesen Acceptor-Connector-Patterns, die kann man synchron und asynchron benutzen. Ja, Timer gibt es auch noch und das ist ja eben was ich da beim Synchronen hatte. Wir brauchen Timer, die kann man jetzt entweder selber machen oder man kann das ACE, sich das vom ACE machen lassen. Hier unten habe ich noch dieses Half-Sync, Half-Async aufgeschrieben, weil es uns fürs Programmieren so bequem ist, asynchron zu programmieren. Okay. Synchron zu programmieren, teilen wir unser Programm sozusagen auf in mehrere Tasks, die synchron arbeiten. Also Aufträge hier reinschreiben bzw. auf Resultate hier aus Warteschlangen auslesen, wenn sie dann drankommen. Und hier unten gibt es einen asynchronen Teil, der zeitkritische Sachen macht, dafür sorgt, dass hier die da ständig rechnen, halt immer einer, der gerade nicht so einen Task hat, abgesetzt hat und jetzt aufs Resultat wartet. Hier unten passieren die Events im Interrupt, in dem asynchronen Teil. Der Asynchronous Handler schreibt die Resultate hier rein, liest die neuen Requests aus und im Übrigen laufen die hier in unserem Programm drin immer. Wir haben den Teil, den man nicht so gerne asynchron programmiert, den kann man weiter synchron programmieren, aber die Reaktion findet hier unten in dem Asynchronen statt. Wir brauchen insbesondere nicht zu pollen und schauen, ist das Ergebnis gekommen, ist das Ergebnis gekommen und so weiter. Dieses Half-Sync, Half-Async ist ein praktisches Pattern, um für manche oder für viele von unseren Aufgaben immer noch das synchrone Programmiermodell zu haben, aber trotzdem die Vorteile von dem Asynchronen genießen zu können. Ich sage jetzt ein paar Minuten was über das klassische Client-Server-Modell. Und das haben wir ja auch schon gesehen beim Web. Tatsächlich hat der Berners-Lee das Client-Server-Modell ja auch nicht erfunden, sondern das war das, was so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre einfach en vogue war. Hat man sich das so ausgedacht, das gehörte irgendwie zu den File-Servern und so weiter. Also der Server wartet entweder synchron oder asynchron. Schöner ist es natürlich, wenn er asynchron wartet, auf Requests. Dann wird der Request bearbeitet, das Ergebnis verschickt und wir machen hier oben weiter. Also der Client schickt einen Request an den Server. Der Server bestätigt vielleicht mit einem Acknowledge. Später schickt er das Resultat und der Client bestätigt vielleicht noch das Resultat. Hier steht Request Reply, ne? Nicht Response, aber das ist sowas, naja, ist ja eigentlich ein unterschiedliches Wort für dasselbe Konzept. Die Übertragung ist entweder gesichert und verbindungsorientiert, dann braucht er keinen ACK zu schicken und der hier unten auch keinen ACK zu schicken, oder ungesichert, dann müssen wir hier ACKs schicken. Und das hier, der Request ACK, Reply ACK, das ist das hier oben, und der Request Reply ACK ist das hier unten. So wie beim HTTP müssen wir bei solchen, bei dem einfachen Modell unsere Parameter selbst verpacken. Und der hier muss die natürlich auch auspacken, im Paket in der Nachricht finden. Wir brauchen also hier irgendein halbwegs standardisiertes Format. Und wenn wir hier 3 Integers und 7 Floats übertragen wollen, dann brauchen wir auch eine Vereinbarung, wie viele Bits die Integers haben sollen und wie viele Bits die Floats haben sollen. Wenn wir Strings übertragen wollen, brauchen wir auch irgendeine Vereinbarung, wie lang die Dinger sind. Das muss ja irgendwo an so einem String dran stehen. Und was für ein Zeichensatz das ist, ne?
Wer jemals eine Webseite gesehen hat, in der man keine Rs, Ös und Üs erkennt, sondern wo dann irgendwie %F9 oder sowas drin steht oder einfach nur ein schwarzer Klotz oder ein Rechteck irgendwo steht, der hat genau das Problem schon gehabt. Unterschiedliche Zeichensätze oder bei E-Mails. Die Implementierungsoption, die habe ich hier mal aufgeschrieben. Wir müssen das Adressieren lösen, die High-Level-Adressierung mit den Kommunikationsadressen, Netzwerkadressen als IP-Adressen zum Beispiel, also so in der Mitte drin, und Anschlusspunktadressen, wenn wir das auf dem untersten Niveau haben. Beim Blockieren können wir uns aussuchen, ob wir blockierend arbeiten wollen, asynchron mit der Unterstützung von irgendeinem Framework oder sowas ähnliches von jemand anderen, also im Betriebssystem oder durch das ACE, oder ob wir das selber mit Interrupts erledigen wollen, also mit Interrupt-Handlern, die wir selber registrieren. Ich meine, das ist das Flinkeste, da muss man aber ordentlich aufpassen. Und immer dran denken, wenn man so einen Interrupt-Handler programmiert, da kann man gar nicht so viel drin machen, denn während man im Interrupt ist, sind die Interrupts blockiert. Zumindest die von meiner Sorte. Mit meiner Priorität. Was man insbesondere nicht in so einem Interrupt-Händler machen darf, ist Memory Management. Wenn Sie in so einem Interrupt drin einen Malloc machen, das ist eigentlich der sichere Weg, Ihren Prozess zum Abstürzen zu bringen. Früher oder später. Das liegt daran, Sie schreiben in Ihrem Programm irgendwelches Zeug, dann kommt Malloc und so weiter. Es garantiert Ihnen niemand, dass der Interrupt nicht gerade hier kommt, mittendrin. Und wenn Sie dann hier programmieren und einen Malloc hinschreiben und hier weiter programmieren, dann kann man natürlich den Heap bestens durcheinander bringen. Der Malloc hat sich schon mal den Pointer hier ausgesucht, will ihn gerade zurückgeben, wird unterbrochen. Der Malloc hier denkt sich, aha, der erste freie Block, dann nehmen wir mal ein schönes Stückchen hier und liefern den Pointer hierhin da ab. Der hier wird da abgeliefert und Sie sehen, dass Sie großartiges Durcheinander haben. Also Memory Management ist in der Regel ungeschickt hier in solchen Interrupts drin. In einem Interrupt-Händler, den man da selber registriert hat, da darf man gar nicht viel machen. Aber wenn man doch Malloc braucht, wenn man doch Speicher drin braucht, dann gibt es nur eins: Speicher vorher auf die Seite legen, also vorher allozieren, eine kleine Liste von vorallozierten Speicher zu haben und die selber zu verwalten. Und was haben wir gerade gemacht? Eine eigene kleine Speicherverwaltung gebastelt. Mit allen Nachteilen. Normalerweise würde man jetzt sagen Vor- und Nachteilen. Ich glaube, ich sage jetzt hier nur mit allen Nachteilen. Oder allen Risiken. Puffer müssen wir vielleicht auch. Da können wir uns aussuchen zwischen ungepuffert, das passt gut zu blockierend, zwischen einem impliziten Puffer zum Beispiel, indem wir Platz auf dem Stack allozieren, in Prozedur aufrufen oder so ähnlich, und einem richtigen verwalteten Puffer. Unser schöner Ringpuffer. Zuverlässige Kommunikation, so eine Request-Arc, Reply-Arc-Kommunikation oder sowas hier. Und dazu gehören auch die Protokollelemente, die wir schon besprochen haben. Die ARCs, ich habe das NAC absichtlich in Klammern reingeschrieben, denn ich habe ja, ich hoffe, es ist angekommen, auch an der entsprechenden Stelle in der Vorlesung schon erklärt, dass so eine Kommunikation mit NAC nicht so sicher ist, wie sie einem ursprünglich erscheint, wenn man sie es ausdenkt. Und solche Live-Anfragen und Live-Antworten braucht man eventuell auch.
Ich habe eben schon über Verpacken gesprochen. Und Verpacken bedeutet, dass wir ein Austauschformat brauchen. Und da steckt jetzt nun ein Kapitel der Kommunikation und der Rechnernetze drin, das uns irgendwie schon seit zig Jahren begleitet. Wenn ich am Anfang der Vorlesung über den Presentation Layer gesprochen habe, da taucht er auf. Wenn ich über Markup Languages gesprochen habe, die kommen hier auch rein. ASN1, XML und so weiter. Für dieses Austauschformat, da müssen wir also zum Beispiel sagen, das sind noch die einfachen Dinge, das ist jetzt ein Integer, welche Länge das hat, ist das ein signed Integer, ist es unsigned Integer, haben wir einen Single Precision Float, einen Double Precision Float oder irgendwie so ein Extended Format. Jetzt kann man sich dann noch die verschiedenen Versionen von den IEEE Standards aussuchen für Floating Point Zahlen. Als nächstes fallen uns Strings ein, fallen uns Arrays ein und dann natürlich die Datenstrukturen. Hier unten habe ich noch hingeschrieben Verhandlung. Das kommt gerade bei den Datenstrukturen rein. Das kommt aber auch schon bei den Floating Point Formaten hinein und vielleicht auch schon bei den Buchstabenformaten. Wenn wir zwischen Systemen kommunizieren, dann kennt der eine das Ziel, vielleicht noch gar nicht die Datenstruktur, die wir ihm schicken wollen, den Record, den wir ihm schicken wollen. Vielleicht müssen wir ihm das erst übermitteln, wie diese Datenstruktur aufgebaut ist. Genau, und dafür gibt es eben solche Stylesheets oder im ASN1 die entsprechenden Vorlagen, mit denen man Datentypen kommunizieren kann. Im homogenen Fall könnten wir unsere elementaren Datentypen und die Records vielleicht einfach als Speicherabbild übertragen. Die Anforderungen an homogen sind eigentlich eventuell relativ hoch gesteckt. Das reicht wahrscheinlich nicht nur, na, es ist halt ein Windows, sondern da brauchen wir dann eventuell schon speziell die Version von Windows und auch welches, für welches Land, welche Sprache und so weiter. Was aber immer in dem homogenen Fall noch bearbeitet werden muss, sind Pointer. Wer weiß warum? Ich habe mir im Speicher ein schönes Bäumchen aufgebaut. Oder auch nur eine lineare Liste, wie da. Na, ich brauche gar nicht zu malen. Lassen wir das hier. Ich habe eine lineare Liste aufgebaut. Wie habe ich die aufgebaut? Malloc, kommt ein Pointer raus, stecke ich ins Head hinein. Malloc, kommt ein Pointer raus, stecke ich hier oben in Next. Malloc, kommt ein Pointer raus, stecke ich hier in Next. Und so weiter. Wenn ich jetzt diesen Record nehme und einfach übertrage, und im Zielsystem, in einem anderen Computer oder auch nur in einem anderen Adressraum, im selben Computer, so ablege, ist der Pointer natürlich völliger Unfug. Was ich also machen muss, ist, ich muss den grauen Teil übertragen und dem anderen sagen, wenn der grüne Teil kommt, dann leg ihn bitte so in eine Datenstruktur ab, dass das, was vorne bei Next, im Feld Next vom grauen steht, auf das erste Byte vom Grünen zeigt und so weiter. Wir müssen also bei linearen Listen und bei Bäumen durchlaufen und elementweise verpacken. Und das ist richtige Arbeit. Bei einer Liste machen wir es so, wie wir es in den Grundlagen der Informatik besprochen haben. In den Grundlagen der Informatik haben wir auch über In-Order, Post-Order und Pre-Order gesprochen für so binäre Bäume. Was machen wir mit allgemeinen Graphen, die wir uns im Speicher aufgebaut haben? In so einem Fall, wenn wir die übertragen müssen, kommunizieren wollen, am besten nicht benutzen und wenn doch, dann fleißig programmieren. Spätestens hier unten
sind wir dann beim Handbetrieb angelangt. Aber auch das hier bedeutet, dieses dynamische Datenstrukturen linearisieren, häufig Handbetrieb selber programmieren. Für diesen Austausch von strukturierter Information, minus Listen, minus Bäume und so weiter, minus dynamische Datenstrukturen, einfach nur um normale Datentypen zu übertragen und irgendwelche Arrays oder selbstdefinierte Records zu übertragen. Da gibt es Spezifikationssprachen. Eine der frühen ist das SunXDR, External Data Representation. Gibt es auch einen Internetstandard dafür. Da stecken keine Typisierungsinformationen, also wie so ein Record aussieht in einer Nachricht, sondern da schicken wir einfach hintereinander solche Felder und da steht drin, hier vorne, ich bin ein String, hier kommt noch ein String, der String ist 8 Byte lang, der String ist 5 Byte lang und dann kommen genügend 32-Bit-Felder, in die der String reinpasst. Eigentlich eine Längenangabe von einem Array da vorne dran. Und hier eine 32-Bit-Zahl. Es gibt da nicht nur die Integers und die Unsigned Integers, sondern Floats und sowas gibt es auch noch. Woher weiß denn der andere, was da kommt? Steht ja nicht dran. Das ist reinprogrammiert. Man muss einfach wissen, in welchem Byte vom Paket da was kommt. Für das CORBAR gibt es auch so eine Data Representation Vereinbarung, die basiert auf der sogenannten IDL und sowas wie einen IDL oder hier auch beim SunXDR, das wird benutzt. Da gibt es dann in dem Programmiersystem für das SunXDR oder für das CORBAR eine Art Code-Generator. Da stecken Sie diese Beschreibung hinein und die Datentypbeschreibung hinein, zum Beispiel eine modifizierte C-Datentypbeschreibung hinein und der generiert dann Code, um das in Messages zu verpacken. In Java hat es sowas beim Mark. Betriebssystem hat es, was der Urvater von all diesen Sachen war, dieses Xerox Courier. Und im ASN1 gibt es sowas, was das ASN1 aber noch viel schöner macht, ist, dass man solche Datentypen in Nachrichten selber definieren kann. Also eine Beschreibung von einem Datenformat übertragen kann. Da kann man auch sagen, ich habe jetzt hier Floats mit 24 Bit. Muss man aber vorneweg dann eben entsprechend spezifizieren, welches Bit was bedeutet und wo das dann eingepackt wird. Dieses ASN1 ist deshalb noch ganz nützlich und interessant, weil es eine sehr kompakte Beschreibung ist. Das ist eine binäre Art, das zu beschreiben. Und nicht so textuell, wie es zum Beispiel bei XML oder JSON oder sowas ähnliches ist. Der Vorgang des Verpackens, das nennt man Marshalling. Einpacken und auspacken auf der anderen Seite. In der verteilten Anwendung braucht man also jemanden, der das Marshalling übernimmt. Auf der Senderseite und auf der Empfängerseite. Wenn wir hier zum Beispiel einen String haben, da steht Meier drin und Wohnort Freiberg und meinetwegen Kontostand minus 5 Millionen. Minus 5 Millionen Kontostand ist gut, hat man nämlich einen Dollarkredit. Und von dem hat man hoffentlich auch ein bisschen Spaß gehabt. Na gut. Ich will Sie jetzt aber nicht dazu verführen, zur Bank zu gehen und zu sagen, Sie wollen die 5 Millionen haben. Das hier ist die primitive Art,
sowas mit XDR in einen Byte Array hineinzuschreiben, um es dann zu übertragen. Ja, da habe ich eben die Formatspezifikation hier drin, ne? Länge, dann die Buchstaben, hier wieder die Länge, die Buchstaben und hier noch dieses, den Kontostand. Und jetzt geht's los. Ne? Stringlänge ausdrucken, Namen ausdrucken, Stringlänge vom Wohnort, Wohnort ausdrucken und hinten dran den Kontostand da hineinschreiben. Dann wird es eigentlich jetzt so ASCII-mäßig dastehen. Das hier wäre jetzt dann nicht binär kodiert. Diesen Interface-Code für so eine Formatbeschreibung zu generieren, da braucht man eine Beschreibungssprache, in der man sagen kann, das ist jetzt hier ein Integer und das ist ein Unsigned Integer und das ist ein Double Float und das ist ein String und dann braucht man noch einen, zum Beispiel einen Präprozessor, der einem den nötigen C-Code für sein Programm generiert, in irgendein Modul hinein, das man dann einbindet. Der Aufwand ist oft beträchtlich. Ich habe vor ein paar Jahren, schon vor einer ganzen Menge Jahren, mal so einen Vortrag gehört auf einer Konferenz und da hat einer mal analysiert, wie viel man denn für dieses Marshalling und das Auspacken hinten dran wieder braucht. Und da kamen dann so tolle Sachen raus, wie dass er für einen einfachen Prozedurcall mit irgendeinem Record da drin wie 250.000 Instruktionen, dass da verbrannt worden sind, verbraucht worden sind, um das zu verpacken. Alle haben da gesessen, haben sich gedacht, wie kriegt man bloß 250.000 Instruktionen für so einen Kleinkram da weg. Aber das hat er sich auch gedacht, dann ist er dem nachgegangen und hat analysiert und dann kam halt das und das und das und das zusammen. Also der Aufwand ist höher, als man sich so erwartet. Wenn man von Anfang an bei der Konstruktion von diesen Beschreibungssprachen auf gute Implementierbarkeit achtet, ist das sicher auch weniger, aber ich glaube, es war beim CORBA, ne? Bei CORBA IDL war das dann, dann kam eben diese gewaltige Menge von Instruktionen raus, wo jeder sich gedacht hat, nee, das kann man jetzt nicht brauchen. Jetzt möchte ich, habe ja noch ein paar Minuten hier heute, was über Remote Procedure Calls erzählen. Eine unmittelbar einleuchtende Metapher fürs verteilte Programmieren. Wir wollen von einem, wir nennen das mal Klient, wir könnten es auch Kunde nennen und Provider nennen. Also wir nehmen an, wir haben hier irgendeine dicke Rechenleistung oder sonst irgendwie eine besondere Rechenleistung, eine Datenbank oder sowas, die Informationen bereithält. Oder in der wir vielleicht auch irgendwelche Recherchen machen können. Vielleicht ist es aber auch jemand, der einfach nur ein toller Parallelrechner und wir schicken dann hier in dieser Nachricht ein Gleichungssystem hin und kriegen in der Nachricht das aufgelöste Gleichungssystem zurück. Die Lösung fürs Gleichungssystem für da zurück und der hier, der kann es eben, weil er Parallelrechner ist, eine besonders einen tollen Gleichungslöser hat, das gut berechnen. Also der Klient, der ruft dann hier zum Beispiel eine Funktion solve auf und steckt einfach die Matrix rein. Die wird verpackt von der Infrastruktur hoffentlich. Der Server packt aus, löst und schickt uns die Lösung zurück. Der hier in der Zwischenzeit synchron wartet oder asynchron macht vielleicht noch was anderes. Jedenfalls kriegt er dann in der Antwort für seinen Procedure Call die Lösung zurück. Und beim klassischen Remote Procedure Call ist das auch synchron. Das ist ja die Art, wie wir bei uns klassisch im Programm eine Funktion aufrufen. Wir rufen ja synchron auf. Und die Hoffnung ist, dass das so aussieht wie ein lokaler Prozeduraufruf. Tut es natürlich nicht. Erstens könnten wir in den lokalen Prozeduraufruf eine lineare Liste reinstecken.
Und das geht in der Regel bei einem Remote Procedure Call nicht. Zweitens wird es wohl auch länger dauern als ein lokaler Prozeduraufruf, außer das Problem ist ein gewaltiges oder da braucht man spezielle Informationen, die wir nicht kennen. Wir müssen in der Regel aber warten. Und jetzt kommt das Kleingedruckte. Das ist zwar hier groß geschrieben, aber die unangenehmen Dinge also einem Remote Procedure Call. Wenn wir einen lokalen Procedure Call haben, dann können Sie in der Prozedur eine globale Variable benutzen. Das können Sie natürlich bei einem Remote Procedure Call nicht, denn die globale Variable liegt hier und nicht hier. Wir können auch nicht so einfach äußere Prozeduren aufrufen. Denn das würde ja bedeuten, wenn wir in unserer Funktion hier eine Funktion aufrufen, die hier ist, dass dann die ganze Zeit also hin und her aufgerufen wird. Zumindest geht es nicht so einfach. Dynamische Datenstrukturen, komplexe Datenstrukturen, also Zeiger gehen sowieso nicht, sind einfach ungültig und fertig. Und komplexe Datenstrukturen muss man plattklopfen, das kostet eventuell viel Zeit und dann hinterher wieder restaurieren. Und wenn wir an die Mathematiker denken, die irgendwelche Gleichungssysteme zu lösen haben, was erzählen die uns als erstes in den Vorlesungen? Bei solchen Gleichungssystemen, da gibt es große Mengen Nullen in den Matrizen und die Nullen speichern wir eigentlich gar nicht wirklich. Sondern es gibt ja so kompakte Repräsentationen von Matrizen, in denen die Nullen übersprungen werden und die Algorithmen sind eben so konstruiert, dass die diese kompakte Notation bearbeiten können. Das heißt, wir müssten also, wenn wir hier eine normale Matrix haben, die erstmal kompakt machen, dann übertragen, dann kommt das wieder zurück, dann müssen wir es wieder auspacken und so weiter. Also so einfach ist es eben leider nicht. Bei synchronen Remote Procedure Calls, naja, wie man sich das so denkt, wir warten eben nicht programmiert auf die Antwort, sondern wir machen den Remote Procedure Call, der Server rechnet was, liefert uns das Resultat zurück. Anders als beim normalen Procedure Call, beim lokalen, werden wir aber doch irgendwie einen Timeout brauchen. Vorsichtshalber. Was ist, wenn der Server nicht da ist? Was ist, wenn dies? Was ist, wenn das? Also wir brauchen das Paket kann verloren gehen, das Paket kann verloren gehen, der kann verloren gegangen sein, also brauchen wir diese Timeouts. Beim asynchronen Remote Procedure Call laufen wir hier weiter, können weitere Remote Procedure Calls woanders hin absetzen, wir brauchen aber hier irgendjemanden, der wartet, Completion Procedure und so weiter. Reentrant brauchen wir natürlich auch, wenn wir hier mehrere Remote Procedure Calls absetzen, müssen wir hier auch mehrere solche Tasks verwalten und gucken, für wen ist das jetzt, ne? Dispatch und so weiter. Na, da hilft dann das ACE oder andere. Für diese Remote Procedure Calls sind viele Programmiersprachen oder Programmiersprachenvarianten konstruiert worden. Mit einem integrierten Remote Procedure Call. Wenn der Remote Procedure Call integriert ist in die Programmiersprache, kann man auch einfacher mit sowas wie einer Datenstruktur umgehen. Dann kann die Programmiersprache automatisch dafür sorgen, dass die Sachen verpackt werden in ein Paket, wenn wir einen Remote Procedure Call machen. Und es kann auch darauf aufpassen, dass wenn wir dynamische Datenstrukturen haben, dass wir die nicht einfach da reinschreiben können, sondern in der Syntaxprüfung von sowas da sagt dann die Syntaxprüfung an dieser Stelle, das wäre jetzt ein Incompatible Type oder sowas. Vielleicht kann das auch automatisch Serialisierungsprozeduren, Funktionen für lineare Listen und irgendwelche Bäumchen noch bereitstellen. Also solche hier wie das Cedar zum Beispiel. Das Cedar ist, glaube ich, auch vom Xerox PARC
in der späteren Phase. Die Interface Description Languages, da war ich eben schon kurz, werden häufig als Präprozessor mit einem Präprozessor aufgeführt. Wir haben also eine spezielle Notation, die kommt in den Präprozessor rein. Der generiert zum Beispiel die External Data Representation von Sun ist sowas, das ANSA Testbench oder hier der Matchmaker von Mach gehörte dazu. Zu dieser IDL gehört übrigens nicht nur die Beschreibung des, die Repräsentation der verschiedenen Datentypen in so einem Paket, sondern dazu gehört auch eine Signatur für Prozeduren. Die brauchen wir nämlich, denn da gibt es ja jetzt dann auf dem Remote-Rechner vielleicht verschiedene Versionen. Also erstens mal wollen wir vielleicht unterschiedliche Prozeduren haben für unterschiedliche Aufgaben. Invertieren von einer Matrix, sollen wir es mal nicht, aber sagen wir mal, machen wir. Transponieren, Gleichungssystem lösen, Gauss-Seidel, LR-Zerlegung und so weiter. Also verschiedene Funktionen einfach. Und das zweite kann sein, dass wir Versionen haben pro Funktion. Und sowas müssen wir verwalten und dann ist man bei einer Signatur angelangt. Also Nummern und Unternummern, Versionsnummern da drin und so weiter. Im Klientenrechner müssen wir den Prozeduraufruf, also wenn wir Remote Procedure Calls machen wollen, dann müssen wir den Prozeduraufruf auch wirklich als Prozeduraufruf programmieren können. Aber natürlich rufen wir den Prozedur dann nicht so direkt auf, sondern wir würden etwas aufrufen, das heißt Stub. Also in unserem Programm würde ganz normal der Aufruf drinstehen, Klammer auf, Parameter, Klammer zu, Strichpunkt. Diese Funktion ist aber jetzt noch nicht die Remote-Funktion, sondern diese Funktion ist noch lokal in etwas, das nennt man Stub, Stummel übersetzt. Und da drin werden die Parameter eingepackt und dann wird hier im Transportsystem eine Funktion aufgerufen, um die Parameter, die jetzt serialisiert sind, in einem Byte-Array drin stehen, um die zu übertragen in einem Request. Der Reply kommt irgendwann zurück, müssen empfangen genommen werden. Die Resultate müssen ausgepackt werden, also zurückgeschrieben werden in irgendwelche Variablen, die wir als Var-Parameter da reingesteckt hatten oder als Funktionsresultat hier zurückgegeben werden. Also auf den Stack gelegt werden. Return irgendwas steht dann hier drin. Der Stub, der macht diese Abstraktion. Die Abstraktion von Procedure Call auf Senden von Paket. Und im Server, das ist jetzt ein bisschen komplizierter leider, da muss nämlich erst ein Dispatcher laufen. Übrigens, der Stub hier, der packt auch die Signatur vorne in das Paket hinein, was wir da abschicken, in den Request hinein. Also, hier kommt ein Request an, Transportsystem nimmt im Empfang, typischerweise ein oder mehrere Pakete, UDP-Pakete. Dann kommt es in den Dispatcher rein, der guckt erstmal vorne die Signatur an und sucht hier die richtige Stub-Funktion, die auspackt. Die Stub-Funktion ruft dann hier eine Funktion auf, die rechnet. Und die wird klassisch wie die Funktion programmiert. Die sollte dann die Funktionsdefinition haben, die wir hier benutzen. Also hier wird gerechnet, return das Resultat. Resultate müssen eingepackt werden, verschickt werden, ankommen. Jetzt haben wir noch das Problem mit der Zuverlässigkeit zu erledigen, denn das hier geht ja übers Netz. Da müssen wir unterscheiden zwischen erstens
Requests werden nochmal übertragen, falls sie nicht ankommen. Ja oder nein? Zweitens, wenn Requests nochmal übertragen werden, werden Duplikate herausgefiltert oder nicht? Es kann ja sein, dass der Request durchaus angekommen ist, aber die Antwort nicht angekommen ist. Also, Duplicate Filtering, ja oder nein? Und was machen wir, wenn wir ein Duplikat gekriegt haben oder nicht? Die Reaktion, wir könnten einfach nochmal ausführen, wenn wir keine Duplikate filtern haben, oder wir könnten das Resultat nur nochmal übertragen. Daraus kommen die Semantiken. Hier ist die oberste Semantik, ist hier, wird vielleicht ausgeführt. Hier ist die Semantik, wird mindestens einmal ausgeführt. Und hier ist die Semantik, wird gerade einmal ausgeführt. Genau einmal ausgeführt. Aber Sie sehen, hier brauchen wir noch ein bisschen mehr in diesen Stubs drin. Im einfachen Fall brauchen wir nichts, aber dann haben wir diese Maybe-Semantik. In diesem Fall brauchen wir ein bisschen mehr beim Sender und hier brauchen wir beim Sender und beim Empfänger mehr, die so etwas verwalten. Ich habe jetzt hier in den Unterlagen noch den Originalcode in Anführungszeichen oder Beispielcode, sagen wir lieber Beispielcode für diese Sun-RPCs mit XDR-Beschreibung. Ich möchte da relativ schnell drüber gehen. Aber was ich sagen möchte, wir haben hier zum Beispiel für einen Remote Procedure Call, den wir programmieren möchten, haben wir hier eine Beschreibung der Schnittstellen. Also den Result Record und den Parameter Record. Hier haben wir, wir machen das, was man immer gerne macht, wir wollen zwei Zahlen mit RPC addieren. Das hier sind die beiden Integers, die reingehen. Das ist das Integer x, das da rauskommt. Und das ist die Datenstruktur fürs Resultat. Das ist die Datenstruktur für die Parameter. So viel zum Thema einfach genauso aussehen wie der lokale Prozeduraufruf. Das müssen wir schon selber schreiben. Und dann hier noch die Signatur. So, aus dieser Beschreibung hier generiert der Remote Procedure Call Generator jetzt eine Datenbeschreibung xdr.h, dem C-Compiler müssen wir das ja alles hier verpassen, eine Funktion, die das hier verpackt, oder beziehungsweise ein Modul, wo die Verpackerei drin steht, und hier für den Server den Stub und für den Klienten den Stub. Und jetzt kann man sich das angucken, und ich habe auch mal Vorlesungen gegeben, da bin ich da durchgegangen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das ist das H-File für unsere Addition, was generiert wird. Das ist das XDR-File, um das auszugeben. Und Sie sehen hier so Funktionen, wie das XDR ein Integer ausgibt in einen Speicherbereich hinein, den wir da mitgeben. Das ist der Client-Stub. Hier ist die Funktion, die tatsächlich aufgerufen wird, so ein Integer zu addieren. Hier haben wir den Server-Stub. Hier haben wir das eigentliche Programm zum Addieren. Und wer Spaß hat an interessanten C, dem empfehle ich diese Programmzeile hier. Und vielleicht jetzt nicht bearbeiten, sondern gucken Sie sich zu Hause nochmal an. Und hier ist dann unser eigentliches Hauptprogramm im Klienten und das Programm beim Server. Sie sehen hier, resultRecord.x ergibt sich zu parameterRecord, das erste Integer plus parameterRecord, das zweite Integer. Und dann geben wir den resultRecord wieder zurück. Das ist das Programm im Server, das da aufgerufen wird, nachdem irgendjemand für uns nachgeprüft hat, ob die Signatur stimmt und ausgepackt hat und. Und hier unten wird er natürlich auch wieder eingepackt danach. Und hier ist das Hauptprogramm im Klienten. Und da steht hier, Ergebnis ergibt sich zu add integer. Und dann kommt das da hinein. Der Parameter Record
Und den Parameter-Record, den haben wir hier gefüllt. Hier wird es also nicht so aufgerufen, wie wir uns das denken. Einfach zwei Integers reinschreiben und gut, sondern das ist dann schon auch mal ein bisschen anders. Ich will hier nicht komplett durchgehen. Sie sehen, das würde eigentlich Spaß machen, aber das wollen wir uns jetzt mal verkneifen. Wir haben ja nur noch eine Stunde. Hier sieht man noch diese, beim nächsten Mal, diese Reihenfolge des Aufrufes und Ablaufes. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, hier nochmal drittens fürs Auspacken, dann 4, 5 und 6. Hier wird eigentlich gerechnet und dann geht es wieder zurück. Der Aufwand ist beträchtlich, das haben Sie jetzt wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich meine, wir haben ja den ganzen Programmcode gesehen. Beim nächsten Mal möchte ich dann weitermachen hier mit diesem Kapitel Gruppenkommunikation. Da möchte ich noch ein bisschen danach noch über Zeit in verteilten Systemen sprechen, weil das nämlich wichtig ist. Wir sehen uns am Mittwoch um 14 Uhr wieder. Einen schönen Tag noch.